Bei mir im Duag TV darf ich heute Peter Doschkinow, Senior Java Architect bei Oracle Deutschland, begrüßen. Und wir möchten heute ein bisschen über JavaFX sprechen. Ja, Peter, macht es aus deiner Sicht heute Sinn, sich bereits mit JavaFX zu beschäftigen? Auf alle Fälle. Und je schneller, desto besser. Denn JavaFX ist unsere Strategie für die Entwicklung von Rich Internet Applications auf dem Desktop. In der Vergangenheit hat man typischerweise Swing für solche Aufgaben benutzt, aber Swing wird demnächst nur in Maintenance Mode gehalten. Das heißt, die ganze Innovation wird in JavaFX reingebracht. JavaFX ist eine sehr umfangreiche Plattform und unterstützt alle neue Hardware-Errungenschaften, die es gibt, in neuen grafischen Karten und macht automatisch Gebrauch von der Hardware-Beschleunigung, was sehr wichtig ist. Und JavaFX gibt es natürlich auf verschiedenen Plattformen, auf dem Windows-Desktop, auf dem Linux-Desktop und auch auf macOS, was wir in den letzten Jahren erfolgreich zu Ende gebracht haben. So dass ich auf alle Fälle empfehlen würde, sich mit JavaFX anzufreunden und vielleicht kleine Proof of Concepts zu starten. Also das hört sich ja erstmal sehr, sehr gut an. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, man kriegt das so in der Community ein bisschen mit, ist das ganze Thema JavaFX auch nicht völlig unumstritten. Was kannst du da vielleicht auch zu sagen? Ja, JavaFX ist in der Tat eine relativ neue Technologie und wird etwas Zeit brauchen, um sich zu stabilisieren. JavaFX wurde gerade als Unterprojekt von OpenJDK gestartet, sodass die Community eingeladen ist, Feedback zu geben, was für Erfahrungen sie mit der Technologie macht, damit wir entsprechend auch darauf reagieren können. Auf alle Fälle würde ich empfehlen, sich unsere Tutorials auf unserer Webseite anzuschauen und die zahlreichen Beispiele, die vielleicht den besten Weg sind, zu lernen, mit der Technologie umzugehen. Ja, und das Nächste, wenn man die Tutorials sich angeschaut hat, ist ja dann auch, mit welcher Entwicklungsumgebung arbeite ich denn überhaupt? Welche Entwicklungsumgebungen werden denn eigentlich unterstützt? Ja, hier hat man als Entwickler eine Wahl. Es ist nicht nur NetBeans, obwohl wir NetBeans präferieren. NetBeans ist das IDE, das die Bleeding-Edge-Technologien von Tag 1 unterstützt, also die Java-Technologien. Und so ist es auch mit JavaFX. Wir haben aber mittlerweile auch ein anderes Tool. Es heißt Scene Builder. Und dieses Tool wird verwendet, um die grafische Oberfläche zu gestalten. Dieses Tool haben wir deshalb nicht als Plugin von NetBeans implementiert, damit das Tool auch von an zusammen mit anderen Entwicklungsumgebungen arbeiten kann, wie zum Beispiel IntelliJ oder Eclipse. Du hast das Thema Benutzeroberflächen schon angesprochen. In dem Zusammenhang spricht man häufig von FXML. Vielleicht kannst du an der Stelle zu dem Thema auch noch was sagen, was da sich genau dahinter verbirgt und was die Idee dahinter steckt ist. Ja, das passt auch gut zu der Frage nach der Entwicklungsumgebung, weil mit FXML, das ist eine XML-Sprache, mit der man deklarativ das User Interface beschreiben kann. Diese FXML-Möglichkeit, mit FXML das User Interface zu beschreiben, führt dazu, dass man in großen Teams, in denen man ein JavaFX-Projekt baut, in der Lage ist, die Arbeit zu trennen. Das heißt, die Entwickler können sich auf die Business-Logik konzentrieren, auf die Java-APIs. Die User-Interface-Designer können mit dem Scene-Builder, also mit dem Tool, mit dem man FXML eigentlich erstellt, sie können sich auf das Tool konzentrieren. Und wiederum die Grafikdesigner, die können sich auf die Erstellung von CSS-Files konzentrieren, um die Applikation noch besser aufzupeppen. Ja, das klingt danach, als ob uns da mit JavaFX eigentlich sehr viele spannende Themen erwarten und Java Swing dann wahrscheinlich wirklich ausgesorgt hat. Ich sage vielen Dank fürs Kommen und ja, beim nächsten Mal sehen wir uns dann sicherlich, wenn JavaFX auch im Community-Prozess entsprechend gewachsen ist. Vielen Dank für die Einladung. Danke, Peter.